Happy Friday! Heute malen wir Watercolor und zwar wunderschöne Steinpilze. Denn ich war am Wochenende wandern und habe einen echten Steinpilz gefunden. Das dachte ich mir, perfektes Motiv. Also ran an die Farbkästen und los geht's! Zuallererst male ich auf mein Aquarellpapier. Ich benutze immer gern ein glattes Aquarellpapier, nehme aber das für dich am besten ist. Ich fange mit der Skizze an. Bei Aquarellmalen pass immer auf, die Skizze super vorsichtig zu machen, nicht zu fest aufzudrücken, damit sie dich später bei deiner Illustration nicht stört. Radier auf Aquarellpapier so wenig wie möglich, damit du dir die Oberfläche nicht kaputt machst und dort später keine Flächen entstehen. Ich habe angefangen mit einem Oval für oben für die Haube unseres Pilzes plus unten einen dicken Stamm und dasselbe gibt es für den Kleinen. Auch der Kleine ist natürlich noch knuffiger, pummeliger, alles ein bisschen runder. Du kannst auch nur einmal wie auf der Vorlage links. Mal es so, dass es dir Spaß macht und dass es ein Motiv ist, das du dir zutraust. So, die Skizze ist jetzt fertig und jetzt geht es auch schon an die Aquarellfarben. Ich habe mir ein schönes Braun zusammengemischt. Nimm eins aus deinem Kasten oder misch dir eins zusammen, ganz wie du dich wohlfühlst. Und beginne leicht mit ein bisschen mehr Wasser einfach, weniger Farbe, einmal die komplette Haube zu füllen. Dafür habe ich einen dicken Pinsel, einen Verwaschpinsel, der hält viel Wasser und viel Farbe in sich. Ich mag den persönlich wahnsinnig gern und den dafür verwendet. Nimm aber das, was du zu Hause hast. Mach dir mal gar keinen Stress beim Malen. Man kann mit allem malen. Man braucht nicht das unbedingt allerbeste Material. Man braucht nicht dasselbe wie der Künstler, sondern einfach das nehmen, was auch du jetzt zu Hause hast. Ich gebe jetzt überall ein bisschen mehr Farbe in die noch feuchte Fläche hinein und ich schubse meine Pigmente immer in die Richtung, wo ich später auch Schatten haben möchte. Denn die Stellen, die am meisten Feuchtigkeit haben, am meisten Farbe haben, dort schiebe ich sie mit dem Pinsel quasi immer hin und achte darauf, dass mein Pinselstrich dort ausläuft, wo später auch Schatten ist. Wir wissen, es ist ein Rotterdam Aquarellfarben von Schminke ist der Kasten und die trocknen uns immer noch mal heller auf. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so antrocknen, habe jetzt schon mal so einen Grundstock an Farbe auf dem Papier und gebe auch meinem zweiten Pilz einmal seine schöne, kräftige, farbige Haube. Auch hier wieder ein bisschen aufpassen. Mit den Verwaschpinseln ist es immer ein bisschen schwerer, die Kanten glatt zu haben, dann nehme ich ihn immer in der Hand ein bisschen steiler. Aber du kannst, wie gesagt, mit jedem Aquarellpinsel heute auch mal. Ich gebe auch hier jetzt wieder links und rechts an den Kanten mehr Farbe in die feuchte Stelle. Denn unser Köpfchen von unseren Pilzen ist ja rund. Überall dort, wo die Sonne auftritt, haben wir eine Helligkeit. Das ist oben in der Mitte. Und überall, wo er nach hinten gleitet, kommt weniger Licht hin. Und deswegen sind sie links und rechts, wo sie gewölbt sind, immer dunkler. Also auch hier jetzt noch ein bisschen was rein. Noch so ein bisschen diese Unebenheiten, wie eben so eine Haube von so einem Pilz hat, andeuten. Über so ein bisschen Farbe noch mit reintupfen, Kanten mal versuchen zu glätten. Ich habe jetzt meinen Pilz auch ein kleines bisschen trocknen lassen und mische mir jetzt aus ein bisschen Beige und Grau die Farbe für unseren Stiel des Pinsels an. Das wird so ein warmes Graubraun. Mal einmal meinen Stamm. Überall dort, wo ich Helligkeiten haben möchte, lasse ich Papier stehen. Überall dort, wo er dunkler sein soll, hier unter der Haube zum Beispiel, soll er dunkler sein. Da nimmt uns ja die Haube des Pilzes schon die Sonne. An der Stelle, wo unten der Stiel dicker wird, da hat die Sonne wieder Platz zu wirken. Deswegen ist es hier heller. Ich lasse jetzt gleich in die noch feuchten Stellen ein bisschen Grau reinlaufen. Das darf hier alles uneben sein. Ein Pilz hat Dellen, der hat Schatten, der ist uneben. Und hier dürfen wir wirklich die Aquarellfarbe ein bisschen wandern lassen, ein bisschen selbstbestimmt und kontrolliert übers Papier gleiten lassen. Und dann geht es auch Nummer 2. Hier müssen wir jetzt auch noch nicht warten, bis es wirklich getrocknet ist. Hier darf die Farbe anfangs noch ineinander fließen. Wir schaffen die Konturen und die Trennungen schaffen wir dann in den nächsten Schritten erst.
Zu meinen Kappen der Pilze habe ich ein bisschen Abstand gelassen, so einen kleinen Millimeter, vielleicht auch ein bisschen weniger, dass, falls noch was feucht ist, es nicht verläuft. Jetzt gebe ich noch mehr Schatten noch hinein, ein bisschen was, was verlaufen kann. Und du siehst, es ist jetzt angetrocknet, dann wird die Farbe matter, die Kanten werden ein bisschen härter. Also wird es Zeit, dem Stiel oben noch ein bisschen mehr Grau zu geben, denn hier kommt er aus der Kappe raus. Steinpilze haben ja eher so einen schwammigen, ich definiere es als schwammig, ist aber kein Schwamm. Also da nicht immer, ich möchte es nur malen, ich weiß nicht genau biologisch, wie eben der Pilz heißt, seine einzelnen Elemente. Ich habe immer so das Gefühl, es ist wie so ein dicker Schwamm unter dem Steinpilz, leicht gelblich, und da kommt eben der Stiel raus. Deswegen ist er da dunkler. Genauso wie unten am Boden, wo er am Boden auftrifft, ist er auch dunkler. Überall dort, wo keine Sonne hinkommt. Und die Kontraste sind das, das, was später ausmachen. Und danach verblende ich das noch mit einem feuchten Pinsel. Das heißt, ich habe meinen Pinsel komplett ausgewaschen. Es sind eigentlich keine Pigmente mehr dran und verblende das tatsächlich nur. Das heißt, ich schiebe meine Pigmente nochmal in die Richtung, wo ich sie haben möchte. Schau, dass nicht zu viel Wasserkanten entstehen können. Und verblende jetzt auch diese weißen Stellen. Hier habe ich Kanten drin, die möchte ich nicht. Und auch die verblende ich einfach nur ein bisschen Wasser. Schubs auch hier wieder die Pigmente Richtung Rand, damit eher der eine Kante hat, hier mehr Pigmente sind, als dass ich das mitten in meinem Motiv irgendwo hätte. Als nächstes geht es an die Unterseite unseres Pilzes, und die ist bei Schleimpilzen immer so leicht gelb-grün, nicht ganz weiß, und dafür nehme ich dieses Beige, was ich jetzt hier habe. Hier ist ein bisschen Gelb natürlich drin. Ich habe dann ein Näpfchen, das genau diesen Farbton hat. Du kannst ihn dir aber auch jederzeit einfach anmischen. So, einmal die Fläche unten gefüllt. Hier verblenden sich die Farben noch ein bisschen. Es wird alles ein bisschen unsauber, aber das möchte ich heute auch genauso haben. Es soll nicht eine Perfektion werden, sondern hier auf YouTube gibt es immer Easy Tutorials. Das heißt, ihr könnt mitmalen. Es dauert keine 5 Stunden, weil man kann natürlich auch so einen Pilz innerhalb von 8 Stunden malen. Dann sind da Details drin, da schlackern einem die Ohren. Aber dafür haben wir keine Zeit. Und ich glaube, wir wollen auch nicht so ein langes Video drehen. Oder ihr wollt auch nicht so ein langes Video gucken. Also von dem her lassen wir das mal so trocknen. Kümmern uns jetzt hier unten um die grünen Stellen. Hierfür nehme ich auch einen grünen, nehme das leicht wässrige in meinen Vermalpinsel. Ich zoome ein bisschen raus, damit ihr auch was seht. Da ist mein Grün. So, leicht wässrig habe ich das. Und tupfe das hier auf. Alles, was ich jetzt schon tupfe, wo sich die Farbe sammelt, wirkt dann später wie Moos wirken. Aber auch hier heute wirklich nur easy peasy, ein bisschen ein paar Farbtupfen, ein bisschen Unebenheiten. Und dann lassen wir das eigentlich auch schon wieder trocknen und widmen uns weiter unserem Pinsel. Nicht Pinsel, Pilzen. Hier gebe ich jetzt auch wieder ein bisschen dunkleren Braunton rein. Das wirkt am Anfang immer ganz fies und extrem hart. Aber wie es auch vorhin schon der Fall war, auch hier wird es uns noch auftrocknen. Die Farbe wird heller werden, da wird, wenn das Wasser rauskommt, hat es nicht mehr diese starke Sättigung, sondern wirkt eher matter. Und wir verblenden es auch noch ein bisschen mit Wasser. Aber du siehst schon jetzt, auf einmal passiert was bei den Pilzen. Es wird nochmal dreidimensionaler, es kommt eine Form rein. Das ist ja, was wir eigentlich erzeugen und erschaffen wollen. Ich habe den Pinsel jetzt ausgewaschen, es war also nichts mehr dran, und ich nehme ihn nur, um das Aquarell zu verblenden. Jetzt habe ich die Chance, auch meine Kanten nochmal gerade zu ziehen mit einfachen Schwüngen und die Farbe nochmal dahin zu schubsen, wo ich sie final haben möchte. Arbeite noch so ein bisschen die Strukturen und Oberflächen aus. Und ich finde die Farbe für den Steinpilz schon ziemlich nice. Ich mag die total. So. Farbnummern gibt es bei mir immer nie. Nimm die Farben, die du in deinem Farbkasten hast. Ich möchte nicht, dass du sofort losrennen musst, neue Farben kaufen musst. Nimm das, was du jetzt zur Hand hast. Wir malen nicht, um irgendwas Spannendes zu tun, sondern wir malen auch oft, um uns was Gutes zu tun. Das heißt, lass dich nicht stressen durch Vorgaben. Nimm das Papier, das du zu Hause hast, nimm den Pinsel, den du zu Hause hast. Schalt einfach ab und genieß die Zeit für dich. Auch wenn ich dich voll quatsche. Sorry. Aber du kannst mich ja auf stumm stellen. So, wir verstärken. Oben haben wir jetzt super coole dreidimensionale Schatten. Wir haben eine Helligkeit, wir haben eine Dunkelheit, wir haben Farben dazwischen. Da passiert was. Und genau das wollen wir jetzt unten auch anpassen, denn wir sehen, wenn wir auf das Motiv gucken jetzt, sind es als erstes die Kappen der Pilze, die wir sehen. Alles andere kippt so ein bisschen weg. Und da müssen wir jetzt für Highlights sorgen und für Schatten sorgen. Der eine Pilz steht vor dem anderen Pilz. Deswegen habe ich jetzt in der Ecke hier unten ein bisschen mehr Grau reingemalt.
Und somit tritt er in den Vordergrund und dem Betrachter wird klar, ach ja, der steht im Vordergrund, deswegen wirft er einen Schatten auf den anderen. Auch hier wird wieder verblendet, das heißt einfach nur den Pinsel auswaschen mit klarem Wasser und die Pigmente nochmal schubsen, nochmal verblenden. So können wir auch Trocknungsrande wieder übergehen. Dasselbe machen wir jetzt hier oben. Hier ist ein bisschen mehr alles verlaufen. Es ist ein bisschen ungleichmäßig geworden. Die Kappe, also dieser Unterteil der Kappe, schaut ein bisschen undefiniert aus. Deswegen aktiviere ich jetzt meine Aquarellfarben nochmal, verblende sie nochmal, löse sie nochmal vom Papier. Das ist ja der schöne Vorteil von Aquarell. Man kann sie immer wieder lösen, immer wieder neu schubsen. Geht nie hundertprozentig, aber ein Großteil. Tupfe ein bisschen mit einem Zebertaschentuch ab und du siehst, auf einmal wird es wieder hell. Wir haben da wieder helle Stellen und das machen wir hier drüben auch, um einfach dieser Unterseite noch mehr Gewicht zu geben. Und deswegen tupfe ich alles, was ich verbockt habe und unsauber gearbeitet habe, tupfe ich jetzt nochmal ab. Und warum sage ich dir das? Weil ich auch dir zeigen möchte, hier gehen auch Dinge schief. Es ist völlig normal. Sachen gehen mal schief, mal passt es mal nicht. Und auch hier brauchen wir jetzt wieder Kontraste. Deswegen tupfe ich hier jetzt ein bisschen grau rein. Achte darauf, dass es alles getrocknet ist, weil sobald du mit einem feinen Pinsel gehst und feine Linien ziehst, das ist so dieses detailverliebte Malen. Hier wollen wir nicht, dass irgendwas verläuft. Hier wollen wir definiert arbeiten. Also auch hier nochmal diese Rillungen. Der Stamm eines Pilzes hat ja immer so feine Rillungen. Da wo er wächst, wie er wächst, die Haut, die dort ist. Und die deuten wir aber nur ganz leicht an. Hier machen wir kein Hexenwerk draus. Auch oben deuten wir nochmal an, wo der Pilz rauskommt. Hier arbeiten wir nochmal den Kontrast raus. Wenn dir was nicht gefallen sollte, kannst du es immer wieder ein bisschen mit Wasser lösen, ein bisschen verblenden. Aber ich finde es eigentlich so ganz cool. Es wäre ein bisschen kontrastreicher als der Pilz auf der linken Seite. Aber das darf er auch sein. Du kannst auch hier nochmals mit verschiedenen Brauntönen reingehen oder mit diesem Beige-Ton, den du für die Unterseite deines Pilzes genommen hast. Hier sind mehrere Farben drin. Der Pilz reflektiert wieder auf seinen Stamm drauf. Er hat Flecken, er hat Rillungen, er hat verschiedene Brauntöne. Ganz wie in der Natur. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Jetzt würde ich noch so ein bisschen Moos und Gras andeuten. Und dafür machen wir heute einfach nur so ein paar Gräschen. Moos ist ja, Pilze sind ja nicht so groß, je nachdem, welchen man findet. Ich habe am Wochenende einen echt großen gefunden, der war der Wahnsinn. Aber die sind ein bisschen kleiner, deswegen wirkt auch Moos größer. Und bevor wir jetzt im Detail Moos malen, deute ich immer nur so ein paar Blätter an so einem Stiel an. Ganz locker. Also ich möchte für meine Illustration heute haben, dass meine Sparmale sind im Vordergrund und ich habe nur so ein bisschen Deko-Grün drumherum. Das kannst du jetzt machen, wie du willst. Du kannst noch mehr Pilze hinzufügen. Du kannst Gräser machen, du kannst detailliertes Moos machen, Wurzeln, einen Laubboden, auf was du Bock hast. Ich mache heute auf jeden Fall so ein bisschen willkürliches kleines Moos. Durch ein paar Tupfen ist es eigentlich schon fertig. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und deswegen schaue ich jetzt mal, wo fehlt mir noch was? Wo sind noch ein bisschen Schatten? Hier muss ich noch was rausarbeiten, dass es unten mir nicht abhaut. Die Hinterkante meines Köpfchens des Pilzes sollte dunkler sein. Und sonst? Vielleicht da noch ein bisschen, am Stiel noch ein bisschen dunkler werden. Da nochmal wirklich rausarbeiten, auch verblenden nach hinten, dass die Kappe hinten auch noch ein bisschen dunkler wird innen. Da nehme ich jetzt so ein braun-schwarz, verblende es so rüber. So, dasselbe hier unten. Dann noch ein bisschen dunkelbraun für hier unten noch, dass es nicht so allglatt und hell ist. Und dann sind meine Pilze vorerst fertig. Was mir aber jetzt noch fehlt, ist ein bisschen was Helles. Steinpilze haben meistens so einen schimmernden Rand, so eine harte Kante, die Licht reflektiert und ermogle ich jetzt. Ich habe es vorher übermalt und hierfür nutze ich jetzt einfach Gouache. Du kannst dafür auch ganz easy einen Gelroller nehmen. Meistens ist der Gelroller ja eh bei euch zu Hause und ich nehme einfach für alles Gouache, weil ich immer meinen Gelroller verliere. Und da ziehe ich jetzt einfach nochmal so kleine Kanten, übermale auch nochmal meine Streifen, wo an den Stellen, wo sie ein bisschen hart geworden sind und setze quasi hiermit jetzt im Nachhinein noch ein paar Details.
bisschen mehr weiß, ein bisschen weniger weiß. Dadurch, dass man öfters drüber malt, wirkt es ein bisschen grau, ist nicht so extrem hart weiß. Und die Reflexion kommt auch hier oben auf meine Pilzkappe, kriegt so eine kleine Spiegelung drauf. Die kannst du entweder verblenden oder so lassen. So, ihr Lieben, und das war's auch schon. Das sind meine Pilze heute geworden. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Für mehr Inspiration folgt mir einfach. Nächsten Freitag gibt es ein neues Video und dann werden wir Alkoholmarker malen. Und bis dahin wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und bleib kreativ.